müssen, die mehr auf sinnlose Arbeiten wie Dienstbuch schreiben, dadurch keine Zeit für die menschliche Wärme mehr haben. In deren Tagesstruktur gab es auch damals vor 2012 Missstände. Mehr darüber im Thema Tabletten. Seit voriges Jahr, September, nachdem ich schwer krank war, hatten meine Freunde mich besuchen wollen und weil er wilde Kritiker auf die Wohneinrichtung geübt hatte, hat er seinen Zwillingsbruder aus Sicherheitsgründen auch ein Hausverbot bekommen, wobei sein Bruder ruhig war und bei der Aktion der Sachbeschädigung nicht mitgemacht hatte und hatte circa 2 bis 3 Wochen gedauert. Der ehemalige Betreuer war nicht einverstanden, dass ein unschuldiger Hausverbot hatte. Diese Missstände, was hier abgelaufen hatte, hatten die Betreuerinnen bei meiner Oma liegen verwahrlost. Ich habe die Missstände geschrieben, fotografiert, Tonaufnahme heimlich gemacht. Daher vertraue ich hier niemanden und muss auch noch blättern. Und rede offen über die Missstände nicht, weil es wiederum um Schuldvermutung geht, so wie man von Kinderheim kennt. Was wiederum eine Lüge ist, das GmbH-eigene Heft steht zum Beispiel über die Gegengewalt, wurde von der WG-Leitung auch geschrieben, obwohl er verbal mehrmals mir einen Maulkorb vergab. Es gibt eine große Liste von Missständen von diesem WG-Heim. Über meine Gesundheit. Es gab auch früher verbale Schuldvermutungen, daher bin ich öfters durchgedreht, rebelliert, weil ich keine Schuld gefunden habe. Seit 2008 bin ich auf den Medikamente angewiesen, auch wegen meiner Rebellion. Die ersten 3 Jahre nahm ich in der Früh 300 Milligramm Seroquel, mittags 100 Milligramm, abends jeweils 400 Milligramm Gifttabletten. Insgesamt zusammengerechnet 800 Milligramm pro Tag. Das ist viel. Unvorstellbar viel. 800 Milligramm pro Tag. Da war ich jeden Tag müde und ich konnte nicht mehr früher aufstehen, wie früher mal war. Das ist toll. Weil die Nebenwirkung der Tabletten so stark war, habe ich auch in der Arbeit bis um 2 Uhr Nachmittag, um 2 Stunden Nachmittag geschlafen. Wie die Gruppenwechsel war, durfte ich nur noch 2 Stunden schlafen. Also 2 Uhr Nachmittag geschlafen, ja. Was wiederum wegen zu starker Nebenwirkung nicht klappte. Dadurch hatte ich dann heimlich aus Protest meine Tabletten abgesetzt. Zuerst mal in der Früh 100 Milligramm und abends auch 100 Milligramm Seroquel noch übrig blieb. Mittlerweile habe ich jetzt vor kurzem auch in der Früh komplett auf 0 Milligramm abgesetzt. Ich muss auch wegen meiner Epi-Anfälle auch andere Tabletten nehmen, aber sie haben kleine harmlose Nebenwirkungen. Während der Absetzung habe ich auch viel Cola getrunken, um meine 2 Stunden Schlaf